Vor knapp 5 Jahren haben Steffi, Philly und ich damals noch in unserem ersten Restaurant, dem Dieter Sanchez, auch hier in Langenhorn, die Idee gehabt, ein veganes Restaurant zu eröffnen, da ich mich damals auch schon vegan ernährt habe. Denn durch einen persönlichen Schicksalsschlag mit einem Schlaganfall mit knapp 30 habe ich gedacht, irgendwas muss ich in meinem Leben ändern und fing an, vegan zu kochen. Und die beiden sagten, das schmeckt so lecker, das müssen wir einfach allen zeigen, wie lecker das ist. Also eröffnen wir einfach ein Restaurant und zeigen allen Leuten hier in Langenhorn, Hamburg und Umgebung, wie toll und kreativ veganes Essen sein kann. Wir wollen hier im The Vegan Eagle zeigen, dass rein pflanzliches Essen nicht langweilig sein muss, nicht nur einfach ein Sojaschnitzel auf dem Teller bedeutet, sondern kreativ sein kann, bunt sein kann, anders sein kann und auch internationale Einflüsse haben kann. So bringen Benny und Jörg, genauso wie ich, Ideen aus unseren Reisen, aus unserer Vergangenheit in den Küchen, denen wir gekocht haben, mit und veganisieren oft Klassiker, an die sich Leute erinnern und somit wecken wir Gefühle. Also hier wird Soul Food auf dem Teller serviert. Auf das Haus sind wir gestoßen durch einen Spaziergang von Philly. Er lief durch die Nachbarschaft und in dem Moment wurde das Restaurant, was über 3 Dekaden ein chinesisches Restaurant war, ausgeräumt. Alle Dekorationen landeten in einem Container. Philly stoppte die ganze Arbeit und sagte, oh, ich möchte unbedingt die Dekoration haben. Und in dem Moment ging ein Rad ins andere und ruckzuck hatten wir ein Gespräch, ob wir nicht den Laden übernehmen wollten, da wieder eine Gastronomie in das gleiche Geschäft kommen sollte. Und wir kamen auf die Idee, dass das genau der richtige Standort für uns ist. Seit diesem Jahr sind unsere Chaleträume im ersten Stockwerk dazu gekommen. Hier haben wir eine kleine Showküche, in der wir Tricks zeigen können mit ganz kleinen Gruppen oder für euch ein bisschen zeigen, wie man kochen kann in der veganen Küche. Und zusätzlich sind noch 2 Räume dazu gekommen, einer mit 14 Personen und einer bis zu 10 Personen. Also hier kann man wunderschön feiern, kann rausgucken über den Balkon, kann über den ganzen Garten schauen und somit steht keiner Party irgendwas im Weg. Oft werden wir gefragt, warum ist denn hier alles so zusammengewürfelt? Irgendwie, ihr habt lustig bunte Nachtischteller, dann sieht der eine Stuhl aus als ganz anders als der andere Stuhl, der Tisch ist viel größer als der. Warum ist das eigentlich so? Das liegt daran, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Teller präsentieren wollen, sondern halt auch Nachhaltigkeit zeigen wollen, dass viele Sachen ein Zweitleben haben können. So 4 Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal das The Vegan Eagle gezeigt haben. Jetzt sieht man natürlich total neue Sachen und viele fragen, was ist in den 4 Jahren passiert. Unser Garten hat auf jeden Fall ganz viele neue Pflanzen dazu bekommen. Man sagt uns, wir hätten den einzigen veganen Biergarten in Deutschland in dieser Art und Weise. Und darauf können wir wirklich stolz sein und unsere Gäste lieben das. Genauso offen, wie wir für Gäste sind, die hier reinkommen, aller Art sind wir natürlich auch offen für Mitarbeiter, die hier reinkommen. Wie man sieht, unsere Crew ist bunt gemischt und jeder hat wirklich Lust, irgendwas mit der veganen Küche zu tun zu haben. Isst das gerne oder lernt das hier zum ersten Mal kennen. Wir freuen uns einfach über jeden, den wir zeigen können, wie toll das Ganze hier ist. Unser Ziel ist es, über die nächsten Jahre einfach noch mehr Menschen zu zeigen, wie kreativ, abwechslungsreich und futuristisch die vegane Küche sein kann. Die vegane Küche wird immer populärer werden, das sieht man schon in den letzten Jahren. Es ist kein Trend, sondern es ist einfach eine Sache, die in die Zukunft reingeht, sich rein pflanzlich zu ernähren. Uns ist es wichtig, alle Gäste anzusprechen. Wir sprechen nicht nur vegane Gäste an, wir sprechen nicht nur Gäste an, die sich vegetarisch ernähren, sondern wir wollen allen zeigen, wie kreativ und weitläufig die vegane Küche ist. Bei uns kann man ein schönes, frisch gezapftes Bier haben, ein feines Weinchen, man kann draußen im Garten im Sommer sitzen. Bei uns ist einfach jeder willkommen und wir wollen allen zeigen, wie toll und abwechslungsreich hier alles ist.